free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. We're going to have a good time. Are you interested? Win-Win-Situation, da konnte er einfach nicht Nein sagen. Hey, Hauptsache wir haben den Vertrag. Ich muss gleich den Uwe anrufen. Ja? Hi, ich komme gerade vom Herzig. Er hat unterschrieben. Stell dir vor, für 7 Jahre. Ja, super. Er hat sogar die Kaufoption drin gelassen. Hast du ein Sportgeschäft ausgeraubt? Eher umgekehrt. Das Geschichte recht, was gibst du auch dein Geld für so ein Blödsinn aus? Du hast die eh nur weh damit. Also jetzt verderben sie ja doch nicht den ganzen Spaß. Gesundheit. Solltest du nicht vielleicht besser dich aufs Rodeln verlegen? Ich meine, du kommst auch in ein Alter, wo man... Sofort der Bitte wirklich, ja? Also wirklich? Mach dafür den Ferntee. Das ist eh nix. Für eh nix habe ich einen guten Tee. Hey, Uwe! Ich finde es toll, dass du extra gekommen bist und dir die Zeit nimmst. Kann ich doch nicht im Stich lassen. Evelyn. Ja, was ist denn? Ziemlich was los. Ja, so soll es auch sein. Die Verhältnisse sind optimal heute. Du drehst einfach so viel mit wie möglich, okay? Das Video muss die Leute richtig umhauen. Kennst du mich doch? Ich habe neulich so einen Typen kennengelernt. Der arbeitet für einen Sportkanal. Er hat gemeint, er könnte den Clip vielleicht sogar unterbringen. Wenn es stimmt, was er sagt. Halt einfach voll drauf, wenn ich lospowder, ja? Wir ziehen das hier noch ganz groß auf, das sage ich dir. Ich habe so viele Ideen. Jetzt können wir endlich einmal längerfristig planen. Schön für euch. Hey Uwe, das Leben geht weiter. We'll be right back.
los? Weiß ich nicht. Bergrettung? Ich hoffe, er schafft es. Patrick! Wir brauchen ein Heli. Hey! Am Park. Ich glaube, der atmet nicht mehr. Das weiß ich nicht. Eine schwere Verletzung beim Borden. Er ist bewusstlos. Und er hat keinen Puls mehr. Und wie schaut's aus? Er ist durch einen Kopfschuss getötet worden. Die Kugel ist über dem linken Auge eingetreten und hinter dem rechten Ohr wieder aus. Ein zweiter Schuss muss seine Lunge getroffen haben. Es gibt aber keine Austrittswunde. Haben wir schon Kaliber? Die Leute von der Spurensicherung suchen noch. Das wird nicht einfach werden bei dem Schnee. Was? Dich hat's ja ganz schön erwischt, ha? Ah, das ist nur ein bisschen Schnupfen. Ja, ich würde schon eher auf den grippalen Infekt tippen. Ne? Du musst es ja wissen, Frau Doktor. Hm? Die Schüsse müssen von da oben aus dem kleinen Wald abgegeben worden sein. Unsere Leute sind gerade dabei, die Position des Schützen zu bestimmen. Habt ihr Spuren? Sicher jede Menge. Aber ob da was Brauchbares dabei ist, der depperte Wind hat alles verweht. Gesundheit. Frau Friedl, bitte haben Sie Verständnis, aber Sie müssen uns jetzt einige Fragen beantworten. Kann jetzt nicht. Frau Friedl, es ist wirklich wichtig. Sagen Sie, muss das unbedingt jetzt sein? Patrick und Evelyn sind Freunde von mir. Patrick ist ein super Snowboarder. Er war immer unter den Ersten. Vor 2 Jahren, da hat er einen Wettbewerb gewonnen. Herr Bannenberg, wo waren Sie denn, als das Unglück passiert ist? Draußen. Das habe ich Ihrem Kollegen doch schon gesagt. Ich habe Aufnahmen gemacht. Können Sie uns nicht irgendwas erzählen? Hat es Probleme gegeben oder Streitereien? Feinde? Ich kann im Moment keinen einzigen klaren Gedanken fassen. Verstehen Sie das denn nicht? Der Ablasser hat immer wieder mal Schwierigkeiten gemacht. Der Ablasser? Wer ist es? Bevor Patrick das Gelände hier gepachtet hat, hatte er seine Kühe darauf stehen. Gab immer öfter Ärger mit ihm. Aha. Seit die mit dem Zirkus angefangen haben, geben meine Kühe weniger Milch. Sie glauben, da besteht ein Zusammenhang? Natürlich. Die Tiere kriegen einen richtigen Stress. Das ist keine Musik nicht, das ist bloß noch Gestampfe. Boom, boom, boom. Aber der Funpark ist doch in Westendorf, das ist ja ziemlich weit weg. Haben Sie eine Ahnung? Dann kommen Sie mal her, wenn Ostwind ist. Du hast nicht versucht, mit den Friedels zu überzählen? Mit denen kann man nicht reden. Die sind sowas von verbohrt. Entschuldigung. Wollen Sie mal einen Schluck probieren? Na danke, ist nur ein bisschen schnupfen. Eine warme Milch mit Honig. Hat mir meine Großmutter schon gegeben, wenn ich krank war. Was Besseres gibt's nicht. Sehr lieb, aber danke. Mich wundert ja, dass der alte Hörzig denen die Pacht überhaupt verlängert hat. Der Steuerberater? Genau der. Der kann sowas von stur sein, was das angeht. Bitte schön. Danke. Arme du. Wissen wir eigentlich schon was Näheres über die Tatwaffe? Nur, dass es sich um ein Präzisionsgewehr handeln muss. Ein Projektil ist in der Lunge stecken geblieben und das andere haben unsere Leute nicht finden können. Sag, was ist eigentlich mit diesem Hörzig? Naja, er betreibt eine sehr erfolgreiche Steuerberatungskanzlei zusammen mit seinem Sohn. Also sehr teuer, sehr renommiert. Alles, was in Kitzbühel hängen. Klaus, was schaust du denn die ganze Zeit an? Nix. Ist der nicht ein Vizepräsident irgendeines Wohltätigkeitsvereins? Naja. Er hat vor allem in den letzten Jahren jede Menge Immobilien und Liegenschaften rund um Kitzbühel zusammengekauft. Und dabei ist er nicht immer zimperlich vorgegangen. Der Nachbar von den Friedels, der Ablass, hat gemeint, dass es ihn wundert, dass der Hörzig die Pacht vom Farnpark verlängert hat. Der alte Hörzig, der ist bekannt dafür, dass er Pachtverträge immer nur für die Dauer eines Jahres abschließt. Und da muss wieder neu mit ihm verhandelt werden. Wahrscheinlich will er den Preis in die Höhe treiben. Da geht's vor allem um Macht. Er möchte halt, dass alle anderen von ihm abhängig sind.
Ja, bitte. Lechner, Soko Kitzbühel. Kommen Sie herein, bitte. Mutter? Das ist Dr. Eduard Herzig, das ist die Frau Kofler und der Herr Lechner und der Soko Kitzbühel. Sonderkommission. Grüß Gott. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verkühlt. Das merke ich. Ist aber nichts Schlimmes. Bitte. Dankeschön. Was kann ich tun für Sie? Sind das alles Kanzleiräumlichkeiten? Das Wohnhaus ist im anderen Trakt. Vollkommen abgetrennt. Wegen der Steuern, nicht? Verstehe. Also, was kann ich für Sie tun, Herrschaften? Ich bin gerade sehr beschäftigt und ohne Termin. Wie interessiert uns nur für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und dem Herrn Friedl? Und warum bitte? Weil der Patrick Friedl am Nachmittag erschossen worden ist. Na, das tut uns leid. Hat sich außerdem Herr Friedl noch jemand für das Gelände vom Pfandpark interessiert? An uns ist niemand herangetreten. Oder doch? Nein. Wir haben gehört, dass der Pachtvertrag für den Pfandpark nicht verlängert wird. So. Gehört haben's das. Wir verhandeln grundsätzlich alle unsere Pacht- und Mietverträge jährlich neu. Und warum? Das haben wir immer schon so gehalten. Weil ich das so will. Es stand aber nie zur Diskussion, dass der Pachtvertrag mit dem Herrn Friedl nicht verlängert wird. Mhm. Reine Routinefrage. Wo waren Sie beide um 14 Uhr? Falls es notwendig werden sollte, werden wir Sie das bei Gelegenheit wissen lassen. Sympathische Familie, ha? Ja. Du Klaus, habe ich da eigentlich was verpasst? Wieso? Du hast doch im Büro ein Ultraschallbild angeschaut. Ich krieg ein Kind. Wie? Ich meine, ich werd Vater. Ja, das gibt's ja nicht. Ja, und du sagst nichts. Wer ist sie? Also, sie heißt Andrea und sie war praktisch meine erste große Liebe. Wir sind in Graz zusammen in die Schule gegangen und sie unterrichtet jetzt dort. Wo habt ihr euch wiedergesehen? Beim Klassentreffen. Und du hast gleich wieder gefuckt? Ja. Ja, Gratulation! Wir werden Sie das bei Gelegenheit wissen lassen. Also das hat mir noch nie jemand auf die Frage nach meinem Alibi geantwortet. Das ist aber typisch für den Herzig. Der kriegt übrigens in 10 Tagen das goldene Ehrenzeichen der Stadt Kitzbühel und feiert das bei mir im kleinen Kreis. So 100 Leute. Du, von dem Tee wirst du nix und dann nimm einen Schluck von meiner Medizin. Danke, Vater. Eine Freundin von der Frau Friedl hat mir erzählt, dass ihr Mann eine besonders hohe Lebensversicherung abgeschlossen hat. Zu wessen Gunsten? Ja, also dreimal darfst du raten, zu ihr natürlich. Vielleicht hat sie auch einen Liebhaber. Also Liebhaber, das ist mir zu einfach. Ja, aber es ist klassisch. Also ich würde mich eher auf die konzentrieren und den Herzig vergessen. Soll ich denn jetzt mit Samthandschuhen anfassen, wegen deiner 100 Gäste? Nein, aber der Herzig hat sehr gute Beziehungen. Ich möchte Ihnen mein Beileid ausdrücken, Frau Friedl. Sie sagten mir am Telefon, Sie hätten etwas Wichtiges mit mir zu besprechen. Ja. Also? Ich will raus aus dem Vertrag. Wie bitte? Wissen Sie eigentlich noch, was Sie wollen? Einmal so, dann wieder anders. Und warum so plötzlich? Allein schaffe ich das nicht. Ich habe mir das gut überlegt. Der Funpark, das war Patricks Ding. Ich will was Neues machen. Keine Sorge, nicht hier in Kitzbühel. Und dafür brauche ich Geld. Da gehen Sie am besten zu Ihrer Bank. Ich nehme an, Sie kennen das bereits. Es gibt noch mehr davon. Sollte es immer so weitergehen? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich von hier verschwinde. Jetzt hören Sie genau zu.
Wir wollen das ganze Material. Alle Originale, alle Abzüge, alle Kopien. Das ist mir klar. Fein. Sie können sich die Aufnahmen gerne ansehen, wenn Sie sich was davon versprechen. Vielleicht haben wir Glück und Sie haben, ohne es zu wissen, den Mörder gefilmt. Woran wollen Sie den erkennen? Das ist Raissa, meine Tochter. Sie verreisen? Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, richtig auszupacken. Ich war in Neuseeland. Skydive-Event. Bitte. Danke. Die Aufnahmen sind schon geschnitten? Das ist das Original, direkt aus der Kamera überspielt. Ich sehe den Herrn Friedl nirgends. Der taucht schon auf. Also wenn Sie mich fragen, hat der Schütze irgendwo auf ihn gewartet. Oder es war ihm völlig egal, welchen von den Jungs er erwischt. Möglich. Wir haben das Projektil vom zweiten Anschlag im Funpark gefunden. Das gleiche Kaliber wie beim Mord von Friedl. Aber der Bub hat Glück gehabt. Nur ein Streifschuss an der Schulter. Schaut so aus, als ob es tatsächlich jemand auf die Snowboarder abgesehen hat. Irgendjemand, dem der Funpark ein Dorn im Auge ist. Der Ablasser vielleicht. Oder der hört sich. Gesundheit. Danke. Die Hauben hast du noch vom Schulskikurs, oder? Gefällt sich dir nicht. Jeden nicht verpachten sollen an den Friedl. Das war ein ganz ordinärer Mensch. Sonst fällt Ihnen nichts dazu ein. Apropos verpachten. Warum haben Sie den Pachtvertrag dann verlängert? Dazu ist doch schon alles gesagt. Na eben nicht. Naja, zuerst habe ich ihn für einen tüchtigen jungen Mann gehalten. Guten Geschäftsideen, auch wenn ich nicht viel davon gehalten habe. Man muss halt mit der Zeit gehen, nicht? Ich habe ihn fördern wollen. Ja, und was hat uns das alles gebracht? Auf unserem Land tummelt sich gröhlendes Gesindel. Angeblich haben Sie parallel Verhandlungen mit dem Ablasser geführt. Informelle Gespräche. Wollen Sie mir das verbieten? Ich bin Geschäftsmann. Aber verpachtet haben Sie dann an den Friedl. Und das gleich für 7 Jahre, ganz gegen Ihre Gewohnheit. Warum? Das ist meine Sache. Wo waren Sie denn heute, so gegen 13 Uhr? Was war um 13 Uhr? Da ist auf den Snowboarder geschossen worden. Ihre junge Kollegin geht ein bisschen zweit, nicht? Besitzen Sie ein Gewehr? Oder Ihr Herr Sohn? Ja, natürlich. Wir haben eine Jagd. Gut. Die Gewehre, die würden wir gern mitnehmen. Bringen Sie mir eine richterliche Verfügung, dann können Sie es haben. Ich werde Ihnen die Gewehre geben. Okay, gut. Nein. Das ist schon richtig so, Vater. Was sagt die Haller? Sie sagt, das Projektil vom zweiten Anschlag im Funpark, das stammt aus der Waffe, mit der der Friedl erschossen wurde. Irgendein russisches Fabrikat. Also können wir die Waffen, die wir beim Herzig sichergestellt haben, ausschließen. Die schießen ja ganz gern mit in Austria. Was macht es da? Das ist aus der Wohnung von Patrick Friedl. Aufzeichnungen, Unterlagen und so weiter. Fotos, Briefe, die er aufgekommen hat. Ihr habt da was mitgebracht?
Wow, danke. Na, setz auf. Lässig. Also an irgendwen erinnerst du mich. Danke. Darf ich das überhaupt noch? Sag mal, habt ihr irgendwelche Geheimnisse von mir? Für meine große Liebe, Patrick. Deine Raissa. Da schau her. Die Friedel hast doch ganz anders mit Vornamen. Ich kenn die. Das ist die Tochter von Bannenberg. Grüß Gott, Herr Bannenberg. Hallo. Wir würden gern mit Ihrer Tochter sprechen. Wo ist sie denn? Raissa ist tot. Das tut uns leid. Was ist passiert? Sie hat sich das Leben genommen. Wann war denn das? Kommen Sie rein. Raissa hat die Hotelfachschule in Salzburg besucht. Vor 3 Monaten hat sie sich vor Mönchberg gestürzt. Ich war zu der Zeit auf den Kanaren. Hat sie vielleicht einen Abschiedsbrief hinterlassen? Nein, nichts. Ich kann mir das Ganze auch nicht erklären. Eine unerwiderte Liebe vielleicht? Ich weiß es wirklich nicht. Können Sie sich vorstellen, dass sie in den Patrick Friedel verliebt war? Ausgeschlossen. Patrick hätte sowas nie gemacht. Das hätte ich doch bemerken müssen. Da sind Sie sich ganz sicher. Ausgerechnet mit Raissa, der Tochter von seinem besten Freund. Waren die beiden öfter zusammen? Natürlich, es hat sich einfach so ergeben. Patrick hat Raissa auch das Snowboarden beigebracht. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, warum sie sich umgebracht haben könnte? Vielleicht hat sie sich einsam gefühlt in Salzburg. Sie hat sehr an ihrem Vater gehangen, seit ihre Mutter damals verschwunden ist. Wie verschwunden? Also, wenn Sie mich fragen, dann hat sie sich einfach aus dem Staub gemacht, zurück in ihre Heimat. Sie war Russin. Wir haben unter den Sachen von ihrem Mann ein Foto von der Raissa gefunden, mit einer persönlichen Widmung. Es wird ja wohl noch andere Patricks geben auf der Welt. Also, das glauben Sie jetzt wohl nicht selber, oder? Außerdem haben Sie ein Motiv. Eifersucht. Hallo, ich hätte gern 2 Schnaps, bitte. Ja. Schon eigenartig, dass der Dr. Hört sich seine Meinung ändert und ihren Pachtvertrag verlängert hat. Er hat seine Meinung nicht geändert. Er wollte immer an uns verpachten. 4,60 bitte. So. Ja. Das gleich für 7 Jahre. Also ich kann nicht ruhig in der Küche stehen, während da draußen einer herumläuft, der wahllos die Menschen abknallt. Die Karin ist doch auch noch da. Machen Sie sich lieber mal Gedanken zu dem Menüplan von dem Herrn Hörzig. Ich bin sicher, dass da die Friedel dahinter steckt. Wie kommen Sie da drauf? Der Instinkt des Jägers. Und die Karin sieht wieder mal vor lauter Bäume den Wald nicht. Kommen Sie. Auf den Berg. Wollen Sie jetzt vielleicht unter die Snowboarder gehen? Sie! Ich habe eigentlich eher gedacht. Ich? Kommt gar nicht in Frage. Hallo? Ah, servus. Ich schaue mir gerade den Autopsiebericht von dem Kollegen in Salzburg an. Und? Ist was Auffälliges dabei? Wie man es nimmt. Die Untersuchung des Serums hat ergeben, dass Bannenbergs Tochter ein starkes Beruhigungsmittel genommen hat, bevor sie gesprungen ist. Hätte sie in diesem Zustand überhaupt selber springen können? Ich würde sagen, ja. Die Kollegen haben das zwar auch mit einem Fragezeichen versehen, aber da es keine weiteren Anzeichen für Fremdverschulden gegeben hat, hat die Polizei nicht weiter ermittelt. Ah, Neuigkeiten. Der Friedel hatte Probleme mit seiner Bank. Und er hört sich, den Pachtvertrag mit dem Farnpark nicht verlängert hätte, hätte sie seine Kredite fällig gestellt. Also stand er ganz schön unter Druck. Warum hilft der Hörzig ausgerechnet dem Friedel? Das ist eine Einzelfrage. Die Alibis von unseren Verdächtigen sind jedenfalls alle nichts wert. Also die Friedel hätte jederzeit ein paar Minuten weg können, das hat keiner gemerkt. Der alte Herzig, der ist vital genug, einen Mord zu begehen, aber da fällt das Motiv. Und dann haben wir halt unseren Milchbauern, den Ablasser. Ich
Ja, und was ist mit dem Bannenberg? Na, der hätte schon ein Motiv, wenn der Patrick wirklich was mit seiner Tochter gehabt hat. Aber der hat während des Mordes gefilmt. Glauben Sie nicht, dass wir auffallen? So, sehen Sie etwa aus wie Spione? Ich finde eher wie Clowns. Ich komme mir so blöd vor mit diesen albernen Klamotten und diesem Board. Sie geben uns eine ganze Tarnung auf. Meld dich halt, wenn's mehr weißt. Viel Glück. Ciao. Klaus, der Ablasser soll auf seinem Hof ein Gewehr versteckt haben. Was? Es war ein anonymer Anrufer. Irgendwie komisch geklungen. Wahrscheinlich die Stimme verstellt. Hast du mitgeschnitten? Du bist lustig. Es ist alles irrsinnig schnell gegangen. Na gut, dann fahren wir jetzt zum Ablasser. Wo ist wir? Wo ist die Karin? Die ist in Salzburg, recherchiert den Selbstmord von der Bannenberg. Gleichzeitig, aber geschwind. Ruhig bleiben, Herr Ablasser. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl. Was sucht sie eigentlich? Das braucht sie nicht zu kümmern. Frage. Wo sucht man eine Stecknadel? Am Heuhaufen, Kreuzleitner. Richtig. Genauer gesagt, unterm Winterstroh. Jetzt? Ihr nach. Auf dem Board? Geh. Entschuldige. Ja. Kleiner Tausch? Ja, okay. Verdeckte Ermittlung. Hey, super Snowboard. Aufsitzen. So. Gut? So, los geht's. Ich komme gerade aus dem kriminaltechnischen Labor. Sowohl auf den Herrn Friedl als auch auf den Snowboarder, der zum Glück überlebt hat, ist mit der Waffe aus ihrer Scheune geschossen worden. Herr Ablasser. Das ist eine Riesensauerei! Das kann man so sagen, ja. Ich nehme an, Sie können mit einem Gewehr umgehen. Das hat mir einer untergeschoben. Sicher. Können Sie mal verraten, wer? So ein Drecksack halt. Hat der einen Namen? Wissen Sie was? Für mich schaut die Sache so aus. Sie wollten unbedingt den Grund, auf dem sich der Fahnenpark befindet. Wenn Sie mit Supermärkten Geschäfte machen wollen, müssen Sie Ihre Kapazitäten steigern. Ich war mit dem Dr. Hürzig so gut wie einig. Der wollte nicht mehr an den Friedl verpachten. Aber er hat sich anders überlegt. Und da sind Sie auf eine Idee gekommen, wie man die Snowboarder trotzdem vertreiben könnte. Vielleicht wollten Sie den Friedl gar nicht umbringen, sondern nur verletzen. So wie das zweite Opfer. Ich hab auf niemand geschossen. Ich hab das blöde Gewehr vorher noch nie gesehen. Nein, bei Bagatellschäden müssen Sie die Kreuzung bitte rein. Na, ja. Ist sie warm, die Kappen? Brutal warm. Aber akustisch ein bisschen schwierig. Und hab ein Fingerabdruck auf dem Gewehr. Alles feinsäuberlich abgewischt. Also ich glaube, den Ablasser will tatsächlich jemand reinreiten. Wie war's in Salzburg? Du, spannend. Erzähl ihn aber später, ich muss unbedingt was Warmes essen. Sehr gut.
Es gibt ein neues Kebab-Standl in Kitzbühel. Dein Vater braucht sich nicht wissen. Mahlzeit. Also, ich habe mir im Bekanntenkreis von der Raisa ein bisschen umgehört. Und hast du das rausgekriegt über ihr Verhältnis zum Friedl? Naja, sie hat sich einer Freundin anvertraut, aber sie hat nur Andeutungen gemacht, keine Namen genannt. Das bringt uns dann auch nichts. Nicht wirklich, aber die Freundin meint, der Vater muss davon gewusst haben. Es hat einen Riesenstreit gegeben und da ist auch der Name Patrick gefallen. Der Vater hat sogar gedroht, sie von der Schule zu nehmen, wenn sie die Sache nicht beendet. Zwei Döner bitte, gerne, ja. Für mich bitte sehr scharf. Du meinst also, dass das Motiv für den Selbstmord ist? Naja, Patricks Name scheint zwar in den Akten auf, aber Raisas Freundeskreis glaubt nicht ganz an die Selbstmordtheorie. Das sagen die Kollegen in Salzburg. Die haben auch ihre Zweifel, aber es gibt keine konkreten Hinweise auf Fremdverschulden. Die Frau Dr. Haller hat den Obduktionsbericht schon angefordert. Ja. Stimmt schon. Ach, noch was Interessantes habe ich rausgefunden. Der Badelberg, der war UNO-Soldat auf den Golanhöhen, bevor er Kameramann war. Da schau her. Wow, der ist echt scharf. Wir sollten eingreifen. Moment. Was machen wir jetzt? Tag, Herr Bannenberg. Tag. Ihre Nachbarin hat uns gesagt, wo wir sie finden können. Hätten Sie einen Moment für uns? Wir haben uns an Raisas Schule ein bisschen umgehört. Ich dachte, Sie suchen den Mörder von Patrick. Anscheinend haben Sie sehr wohl gewusst, dass er ein Verhältnis mit Raisa gehabt hat. Ich glaube, Sie verrennen sich da in was. Das war eine harmlose Teenager-Schwärmerei. Es hat auch eine heftige Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrer Tochter gegeben. Sie wollten mit ihr sogar ins Ausland ziehen. Wenn Sie das so genau wissen. Haben Sie den Patrick Friedl nie zur Rede gestellt? Da war nichts, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Als ausgebildeter Soldat sind Sie doch sicher in der Lage, einen so schwierigen Schuss wie den auf den Patrick Friedl abzugeben, oder? Ich habe keine Ausbildung zum Scharfschützen. Warum haben Sie eigentlich den Beruf gewechselt? Haben Sie schon mal einen Bus voller Bombenopfer gesehen? Außerdem war ich schon Kameramann, bevor ich Soldat wurde. Und wenn Sie nichts dagegen haben, ich wäre jetzt gerne mit meiner Tochter allein. Wie geht's denn eigentlich deiner Erkältung? Ist schon viel besser. Der Döner hat anscheinend sämtliche Viren abgetötet. Der war aber echt scharf. Vater, wo gehst denn um? Du musst sofort den jungen Herzig verhaften. Wieso soll man den verhaften? Der hat sich heimlich mit der Friedl getroffen. Und zwar im Westendorf Pfannpark, an der Bergstation oben. Und sie haben irgendwelche ominösen Kuverts ausgetauscht. Aha, das ist wirklich ein merkwürdiger Treffpunkt. Ich sag dir, die ziehen irgendeinen Deal durch. Okay, Vater, danke. Wir kümmern uns drum. Darf ich? Nein. Geben Sie sofort das Kuvert wieder zurück. Das sind Unterlagen eines Klienten. That's it! Oje, wie ungeschickt von mir. Ist in Ordnung. Dazu sage ich jetzt einmal gar nichts. Sie riskieren Ihre Karriere, Frau Kofler. Und Sie auch. Sie werden von uns hören. Aha. Die junge Bannenberg und der alte Herzig. Kein Wunder, dass der nervös ist. Kenn ich nicht. Damit haben Sie die Herzigs erpresst. Hat er das behauptet? Das ist die Tochter vom Herrn Bannenberg. Also, was war da los?
Schauen Sie, wir können Sie natürlich auch vorläufig festnehmen. Da, für alle Leute. Ich habe die Fotos zufällig unter den Sachen von meinem Mann gefunden. Ich habe keine Ahnung, wie er an die Fotos kommt. Dann erzähle ich Ihnen einmal unsere Theorie. Ihr Mann hat die Tochter vom Herrn Bannenberg dazu benutzt, den alten Hörzig in eine kompromittierende Situation zu bringen. Und dann hat er die beiden heimlich fotografiert. Wäre gar nicht gut für den alten Hörzig gewesen, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Die Raissa war noch minderjährig. Deswegen hat er den Pachtvertrag auch verlängert. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Aber wir haben Zeugen. Sie wurden bei der Übergabe gesehen. Was? Verdammt nochmal! Wieso hätte ich Patrick umbringen sollen? Nennen Sie mir einen vernünftigen Grund dafür oder lassen Sie mich in Ruhe! Wie wär's damit? Sie sehen das Foto zum ersten Mal, stimmt's? Der Patrick Friedl muss ihre Tochter irgendwie dazu überredet haben. Wenn ihm der alte Hörzig die Pacht nicht verlängert hätte, hätte er Konkurs anmelden müssen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Raissa hat in Hörzigs Haus mal beim Catering ausgeholfen. Der alte Sack hat sich an sie rangemacht. Die wollte da kein zweites Mal hin. Schauen Sie, Herr Bannenberg, irgendwas stimmt da nicht mit dem Selbstmord Ihrer Tochter. Papa, Patrick hat mich betrunken gemacht und verführt. Ich habe mich dagegen gewehrt. Er hat gedroht, dir alles zu erzählen, wenn ich nicht mehr mit ihm ins Bett gehen würde. Dann hat er mich fallen gelassen. Ich bin mir vorgekommen wie ein schmutziger Lappen, den er wegwirft. Das klingt für mich eigenartig. Irgendwie mechanisch. Als ob jemand ihr den Brief diktiert hätte. Hatten Sie nicht auch diesen Eindruck beim Lesen? Was ist mit Fingerabdrücken auf den Fotos? Naja, zum Teil sind die frisch. Können Sie ausschließen, dass die Fingerabdrücke von Bannenberg stammen? Kann ich, weil das Foto, was er ihm gezeigt hat, habe ich aussortiert. Das heißt, die Fingerabdrücke könnten von Georg Hörzig stammen. Fassen Sie einer kurz, bitte, ja? Das hängt ganz von Ihnen ab, Herr Dr. Herzig. Die Fotos da kennen Sie ja bereits. Schöne Fotos. Mhm. Das da ist die Raissa Bannenberg, die war da 17 Jahre alt. Ja, ein gescheites Dirndl. Ja, man hört, dass Sie schon länger ein Faible für Sie gehabt haben. Bitte? Die Salzburger Kollegen haben damals Fingerabdrücke in Raissas Zimmer gefunden. Und diese Fingerabdrücke sind identisch mit denen auf den Fotos, die Sie in der Hand gehabt haben. Ich habe da eine richterliche Anordnung, Herr Dr. Herzig. Brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären. Also, Herr Herzig, begleiten Sie uns bitte aufs Kommissariat. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Das ist doch nicht schlecht. Bist du denn? Vater! Bitte! Sei still. Du kannst dich nicht beherrschen. Das war schon immer dein Problem. Das sagst ausgerechnet du mir? Wer hat uns denn in diese Lage gebracht? Du! Weil du dich nicht beherrschen konntest! Was hast du dir denn eigentlich gedacht dabei, dass die kleine Schlampen wirklich auf dich steht? Erst auf jetzt! Vater, die hat sich doch auch noch lustig über uns gemacht. Das kleine Flittchen. Sie haben die Raissa gezwungen, diesen Abschiedsbrief an den Bannenberg zu schreiben. Wahrscheinlich haben sie sie bedroht. Und dann haben Sie ihr Beruhigungsmittel gegeben und sind drauf mit ihr auf dem Mönchsberg. Und? Stimmt unsere Theorie? So was macht man nicht mit uns. Wir müssen bestraft werden. Es tut mir nur leid, dass mir einer beim Friedl zuvorkommen ist.
geht's denn diesmal hin? Nach Hawaii. Ah, zum Surfen? Spring Contest. Sie kennen sich aus. Daraus wird leider nichts. Wir würden uns gern mit Ihnen noch ein bisschen unterhalten. Sie haben Ihren Freund Patrick Friedl ermordet. Jetzt fangen Sie schon wieder mit der Geschichte an. Nach außen hin hat so gewirkt, als ob Sie dem Herrn Friedl einen Riesengefallen tun. Indem Sie extra zu seinem Event nach Kitzbühel kommen. Aber es war einfach nur die perfekte Gelegenheit, Ihr Vorhaben durchzuführen. Sie haben gewusst, dass Sie nicht viel Zeit haben. Und wie wir gesehen haben, wollten Sie auch so schnell wie möglich wieder weg. Mit dem zweiten Anschlag wollten Sie nur Ihr Motiv vertuschen. Und das Gewehr haben Sie im Heuschober vom Ablasser versteckt. Das ist eine ziemlich wilde Theorie. In einem Punkt ist Ihnen leider ein fataler Irrtum unterlaufen. Ihre Tochter hat nicht Selbstmord begangen, sie wurde ermordet. Das kann nicht sein. Und zwar vom Georg Herzig. Herzig. Und wieso hat dann die Polizei in Salzburg festgestellt, dass es Selbstmord war? Der Herzig hat gestanden. Angeblich hat sein Vater von nichts gewusst, aber wir glauben, dass er zumindest was vermutet hat. Sie haben mit Ihrer Rache den Falschen erwischt. Und haben Sie denn beschlossen, den Patrick Friedl umzubringen? So oder so. Patrick ist schuld an Raisas Tod. Und kein Gericht der Welt hätte ihn dafür verurteilen können. Ich musste das tun. Wissen Sie, was Raisa bedeutet? Ihr Name bedeutet Paradies. Und so war sie auch. Gemma. Nächste Woche. Karin Kofler, Soko Kitzbühel. Neuer Fall in höchsten Kreisen. Wenn du willst, nehme ich mich gern der Sache an. Nur nichts anbrennen lassen. Sie müssen zugeben, das alles macht einen sehr merkwürdigen Eindruck. Soko Kitzbühel ermittelt. Ist doch wunderbar. Dann können wir den Tatzeitpunkt eingrenzen. Nächsten Dienstag, 20:15 Uhr, ORF 1.